So, weiter geht's. Mit Soltan haben wir schon gequatscht. Dann einfach mal auf nach oben. Ja, gehen wir nochmal hier rein. Tris, mein Freund. Freundin. Grüß dich, Tris. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Beruhig dich, alles ist gut gegangen. Tut mir leid, ich hätte nicht tun sollen. Wir mussten es tun. Ciri musste es tun. Ich konnte sie nicht alleine losziehen lassen. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Außerdem war ich die ganze Zeit über da. Ich hatte alles unter Kontrolle. Können wir bitte das Thema wechseln? Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Wir müssen die scheiß Jäger mal auf Fresse. Die müssen sich verpissen hier. Oh, Nilfgaard soll mal scheiß Stadt einnehmen. Dann ist hier nichts mehr mit Jägern. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira hat ihren Charme überschätzt. Wollte sich Radovids Wohlwollen erkaufen und bot an, eine mächtige Waffe für ihn anzufertigen. Ich habe versucht, es ihr auszureden, aber sie wollte nicht hören. Radovid hat sie ausgelacht und dann befohlen, sie festzunehmen und aufzuspießen. Ich konnte nichts tun. Keira Metz war eine äußerst geschickte Ränkeschmiedin und genoss es. Obendrein war sie selbst für eine Zauberin stur. Doch auch ihr Charme war nicht zu leugnen. Sie konnte sehr überzeugend sein. Tief in ihrem Innern war Keira jedoch ein kleines Mädchen. Sie erwartete zu viel vom Leben und verlangte sofortige Zufriedenstellung. Kleine Mädchen finden ein böses Ende, wenn sie sich mit den falschen Leuten einlassen. Oh, hart. Sie hat es nicht verdient, sie hat es darauf angelegt. Dich trifft keine Schuld. Ganz seine Art. Er hätte sie erhängen können, köpfen. Selbst auf dem Scheiterhaufen wäre ihr Tod schneller gewesen. Er wollte sie leiden sehen. Bevor wir gehen, müssen wir sie begraben. Ich lasse nicht zu, dass die Krähen ihr Fleisch vom Pfahl picken. Zumindest das kann ich für sie tun. Die Wächter werden die Leiche rausholen. Mit den richtigen Argumenten. Ich hoffe, dass wir Philippa und Rita finden, bevor sie ein ähnliches Schicksal erleiden. Keine Sorge, das werden wir. Das werden wir. Wir müssen es. Ich werde besser schlafen, wenn sie beide hier bei uns sind. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Da ich Philippa schon tausendmal hinterhergerannt bin, die kurze. Warte mal. Kurz gesagt, sie war die ganze Zeit hier, in dieser Taverne, direkt vor unserer Nase. Sie saß verwandelt im Käfig und hatte ein Dimeritium-Band am Bein. Sultans Eule? Mhm. Und warum ist sie nicht mehr hier? Weil Soltan sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren hat. Typisch. Ja, das ist typisch, Soltan. Ein Mann tauchte auf, nahm Soltan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hatte er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Soltan und verschwand wieder. Mhm. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder. Eine Feder der Eule Philippa? Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegio. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Lass uns zuerst Keira holen. Sollten wir nicht zuerst Keira holen? Stimmt. Wir treffen uns heute Nacht auf dem Marktplatz. Boah. Ja, mal zum nächsten Menschen gehen. Wer ist das denn? Ach, hier wohnt niemand.
Hier ist auch keiner. Toll. Hier ist gar nichts. Also weiter nach oben zu Avalach. Ach, das sitzt da. Avalach, my friend. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarit sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Ja? Das heißt? Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal. Aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Zufällig? Du meinst, Glenn würde Eredin verraten? Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Gels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Meinst du, ich kann mit Gel... Meinst... Ja? Die Möglichkeit, Gels zu töten, hast du nicht erwähnt. Solche drastischen Maßnahmen sind nicht immer nötig. Dann willst du wohl mit ihm verhandeln. Brillante Folgerung. Bravo. Danke. Okay. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Wie willst du den... Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen. Und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Ja, warum nicht? Gehen wir. Ich kenne dieses Haus. Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht man hier irgendwas? Nö. Okay, weiter. Oh, hi. Was sagst du denn? Wie geht's denn dir so? Willst du mich wieder rauswerfen? Nö, ich war brav, habe niemanden erschreckt und habe auch niemandem Suppe auf den Kopf gegossen. Suppe auf den Kopf. Nee, ich suche nur einen Elf. Ups, nein. Halt, stopp. Hä, bin ich blöd? Ach, vielleicht noch da unten. Die Passage ist hier, hinter dieser Wand. So, die Wand ist weg. Da wären wir. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns. Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Cirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit.
Ja, Ciri ist der King halt. Ich hasse Portale. Ja, toll, das wissen wir. Und? Okay, war ja harmlos. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja? Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didibet. Ist das hier noch unsere Welt? Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Wüste Didibet? Also in den Büchern sind sie einmal in unserer heutigen Zeit gelandet. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Von wem? Gibt es hier noch Leben? Nur noch ein paar Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Toll! Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Ich wette, wir finden einen. Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreaturen, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt? Dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten. Bis zum letzten. Ah, das Portal! Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Das mit dem Ausbeuten war jetzt aber eine schöne Anekdote an unsere echte Welt. Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Da. 100 pro da. Naja, so groß ist das Viech gar nicht. Herrlich. Außerdem sind das gar keine Würmer, das sind... In Drägen Monster nur in anders. Es werden immer mehr. Wir können sie nicht alle wissen. Sobald sich das Portal öffnet, müssen wir hinter mir hineinspringen. 3, 2, 1. Sehr gut. Auf den Punkt. Was für ein Glück. Schnell weg. Wo bin ich jetzt? Oh, ich bin alleine diesmal. Avalach? Nee, Avalach ist nicht da. Da ist das Portal. Hier ist sie. Das ist scheiße weit weg. Was lebt hier wohl? Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Ne, nicht so wirklich. Und das hier runterfallen sieht auch verdammt nicht einladend aus. Ich muss die Luft anhalten. Dumm. Ja, okay. So. Avalach? Avalach ist nicht da. Hier ist sie. Jo, hatten wir schon. Einmal bitte überspringen. Diese Dämpfe sehen nicht gerade einladend aus. Verdammt, ich muss die Luft anhalten. So, hier ist schon besser, da lang würde ich sagen. Noch etwas länger und ich wäre erstickt.
Ja. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ein Ort der Macht. Ich muss da lang. Hier runter wäre ziemlich tödlich. Hier runter geht. Hier ist ein Weg. Irgendwas lebt in dieser komischen Welt. Ui, ist das ein Riesen. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Ist das ein Riesenskelett da eben gewesen? Noch so ein Monsterskelett. Was wohnt denn hier in dieser Welt bitte? Oder was hat hier mal gewohnt? Schnell weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Wiss? Bin ich in diese jetzt gelandet? Man sieht auch nichts, wo es hier ist. Okay, tschüss. Voll nass. Toll. Alles sieht so ungefähr aus wie das hier, aber kein... Oh, kalt. Ja, du bist mitten im Schneeeis. Weg damit. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Da drüben erstmal rein. Da unten runter muss ich, okay. Da lang, ne? Sprint. Da war eine Truhe, ich will die haben. Und wieder zurück. Ach, war doch keine Truhe, ist nur so ein Sack Schrott. Wo muss ich hin? Hier runter, ne? Nein, gar nicht darunter. Schnell wieder zurück. Scheiße, wo muss ich lang? Oder hier zwischendurch. Wahrscheinlich eher da zwischendurch. Notiz eines Reisenden. Vielleicht mal ganz interessant. Nein? Ja. Das Schlimmste, die allumfassende Stille. Es scheint, als gäbe es keine Menschenseele, nur Schnee, 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 überall Schnee. Okay, am Leuchtturm soll es noch was zu futtern geben. Schön. Ohne dieses Schutzzeichen wäre man hier aber schon drauf gegangen. Noch ein bisschen Pechdraht. Oh, jetzt wollte ich rausgucken. Licht? Hier?
Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Ich tippe mal auf irgendeinen Magier, hat Scheiße gebaut. Natürlich. Was sonst? Das hätte ich mir denken können. Erstmal wieder aufwärmen. Hier steht was an der Tür. Ich das hier wohl auf? Nö. Und zu dem Ding an der Tür sagt er nichts, also. Schnell ins nächste Haus. Annas Notiz. Na, Hexer auf. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Nahrungsvorräte sind schon lange aufgebraucht. Ach so, die Prophezeiung, nach der alle Ciri jagen. Mich würde mal interessieren, warum in dieser Welt alles voller Schnee ist. Ach so, alles voller Schnee. Ist gut, selbst das ganze Haus ist voll mit dem Zeug. Okay. Puh, nee. Das Zeichen ist noch nicht aus. Vielleicht kann man hier unten lang. Ach, hier gibt es gar keinen unten mehr. Lasst mich mal in Ruhe, Jungs. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Ja, komm, rollen wir erstmal da rein. Das ist gut. Willst du dich nicht mit mir anlegen? Dann nicht. Tschüss. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Boah. Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst.
Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie nur nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Was ist das für eine Welt? Warum ist sie? Gils zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Einen sehr guten. Gils ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Also ist der König aus den Büchern tot. Das erklärt vieles, das erklärt alles. Der wollte nämlich gar nichts. Also okay, er wollte mehr oder minder was von Ciri, aber sein General war eher die treibende Kraft und er hat gesagt, nö, lassen wir Ciri mal in Ruhe, wenn sie das selber nicht will und egal. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Ja. Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Tet Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Die Prophezeiung. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Supernova ist nicht nett. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Was heißt bald? Das ist bald. Ziemlich bald. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gels Hauptquartier. Okay, dann. Der Mondpalast. Trotz der umfassenden bereits ergriffenen Maßen hat sich die Situation in den äußeren bla bla bla. Okay, also es ist schlechter geworden und die Welt geht so ein bisschen kaputt. Die hier. Sieht aber ganz schön aus hier eigentlich. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Es sind ja auch Elfen. Das ist aber ein Mensch? Nein, das ist auch ein Elf. Wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kreivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmil.
Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krever? Ihre Größe vielleicht. Sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Ich hätte gern was zu trinken, mir ist nicht nach Trinken. Aber wir sind mal nett. Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Gibt es so ein Zwischending? Er will auch was von Ciri, ansonsten ist er ehrlich. Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Nee, wenn schon nett. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Er kann einfach nicht malen. Auch so krass, dass die beiden Elfen so alt sind, dass sie Lara Dorren kennen, die Elfin, die überhaupt für die ganzen Massakers und sonst was und den Krieg zwischen den Völkern verantwortlich ist, aber mit der es so angefangen hat, die der Ursprung der Legende ist. Das ältere Blut. Ja, klar, sie ist ungefähr so groß. Ja, klar, kein Ding. Krass. Die beiden sind ja so alt, ey. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Nein. Nein, verweigere den Dienst, das ist alles. Du wirst tun, was du willst. Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen. Um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht?
Der König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein NLR reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Ich dachte, er will jetzt noch was von Ciri. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gild sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Klar. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Der ist tot. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Wie hat er das denn überlebt? Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Wahrscheinlich Angst. Weil ich immer Geralt daneben steht und immer noch pisst ist. Was begegnet bei Humanoide? Bonus. Okay, zu Hurensohn. Müssen wir leider erst nächstes Mal.